Heute möchte ich euch eine Übung für Slicer zeigen. Alles, was wir dafür brauchen, sind drei Toursticks und ein Eisen. Den ersten Toursick legt ihr euch auf den Boden und zwar in die Richtung, wo ihr hinschlagen oder schwingen wollt. Danach stellt ihr euren Schläger mittig hinter diesen Toursick, dass er auch gerade ausgerichtet ist, und steckt auf der Außenseite vom Schläger und der Schlagfläche den zweiten Toursick so in den Boden, dass er ungefähr parallel zum Schaft steht. Lieber ein kleines bisschen steiler als flacher. Ja? Danach geht ihr ans vordere Ende vom Toursick, stellt den Schläger wieder hin und steckt jetzt auf der Innenseite, also unter dem Schläger, den Toursick in den Boden. Der muss jetzt idealerweise, wenn, eher flacher sein als steiler, damit ihr besser dran vorbeikommt. Danach stellt ihr euch am Toursick in die Ansprechposition, guckt, dass eure Füße möglichst parallel dazu stehen und ihr den Schlägerkopf mittig über dem Toursick haltet. Jetzt ist die Übung relativ simpel. Das solltet ihr am Anfang, gerade wenn ihr normalerweise Slicer seid, erstmal langsam machen. Ihr schwingt den Schläger außerhalb des Toursticks zurück und schwingt den Schläger jetzt unterhalb von dem Toursick wieder rein, über dem Toursick am Boden und oberhalb von dem vorderen Toursick durch in eure Endposition. Wie gesagt, am Anfang erstmal langsam, ruhig auch so ein bisschen in Etappen, wie ich das jetzt hier mache, dass ihr überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriegt. Und dann könnt ihr anfangen, das in eine flüssige Bewegung zu bringen und immer schneller zu werden dabei. Mal gucken, wie gut ihr das hinbekommt. Wenn ihr euch dann mit diesem Gebilde wohlfühlt, könnt ihr den Toursick am Boden wegnehmen und durch einen Ball ersetzen. Idealerweise benutzt ihr einen Tee, damit ihr nicht ständig umbauen müsst, und tee den Ball an derselben Stelle auf, wo hier die Mitte des Toursticks ist. Viel Spaß dabei!